Hey, willkommen zu einer neuen Die Sims 4 Let's Build Folge zu meiner Magic Family Mansion. Ich bin Daniel von SimFans.de und heute bauen wir weiter mit diesem magischen großen Familienhaus. Ja, die Sims haben wir schon erstellt im Livestream. Ich habe letztes Mal in der Baufolge das Wohnzimmer eingerichtet. Ich zeige es dir auch nochmal kurz mit Kästchen. Wenn ihr das nachbauen wollt, einfach kurz Pause machen, dann habt ihr das, wie ihr das haben wollt. Machen wir die Wände nach unten, dann sieht man es besser. So sieht das bei mir aus. Pause machen, Screenshot machen oder irgendwie, werdet ihr da schon zurechtkommen. So, ich kenne auch meine Pappenheimer. Ihr macht das ganz toll. Ja, so sieht das aus, das Haus. Das gibt es natürlich auch im Anschluss in der Galerie als Download, aber erst wenn es fertig ist, denn ich möchte keine Zwischenschritte reinmachen. Wenn jemand das Video nicht anguckt, dann weiß er nicht, hey, ist das schon fertig oder was macht der da für komische, halbfertigen Sachen in die Galerie? Nee. Wenn es fertig ist, dann könnt ihr euch das auch uneingerichtet runterladen, falls ihr das wollt. Letztes Mal haben wir hier das Wohnzimmer gemacht. Ich muss sagen, wenn ich jetzt reingucke, gefällt es mir besser. Letztes Mal bin ich so ein bisschen mit so halbwegs Bauchschmerzen da rausgegangen. So ganz hat es mir nicht gefallen. Die Theken finde ich nach wie vor gut, weil die halt eben oben auch schwarz sind. Und von der Holzfarbe perfekt passen. Und dann gab es ein cooles Kommentar. Einen coolen Kommentar. Ich mache das immer falsch, ne? Dass wir doch im ganzen Haus hier Heizkörper machen könnten. Zumindest mal in den Schlafzimmern vielleicht noch oder so. Dass man die da reinsetzt. Dass man das so als Thema natürlich auch noch mit drin hat. Ja, ich finde das toll. Ich finde das richtig gut. Ich packe mal ein paar rein, damit ich es nicht vergesse. Aber wo die dann hinkommen, das gucken wir dann. Ja, im Badezimmer dann auch. Ja, ja, natürlich hier im Badezimmer. Falls es mal Winter wird, falls ihr Jahreszeiten habt. Oder Vampire, die sind ja auch Vampire. Dann klappt das ganz gut. Ja, letztes Mal habe ich hier so ein bisschen Blödsinn gebaut. Nochmal dazu. Die Wand hat es irgendwie nicht mitgenommen. In die Galerie, als ich den Raum hochgeladen habe. Frage mich nicht, warum hier. Aber es macht nichts aus, weil das Haus hat ja die Wände. Wenn man den Raum platziert, sind die Wände wieder da. Die Türposition ist ja hier bekannt. So viel nochmal dazu. Community-Projektraum könnt ihr einrichten. Alles dazu in der letzten Folge, vorherigen Folge. So, dann machen wir heute mal für unser Teen Girl. Yay. Oh. Machen wir heute mal das Schlafzimmer. Ich habe irgendwie da Bock drauf. Es ist jetzt schon wieder hier für... Ne, ernsthaft? Hat schon wieder irgendwas entfernt hier oder wie oder was hier? Was macht ihr denn da? Das sieht ja ganz gut aus, ne? Machen wir da hin. Ist gebongt. Ja, Lampen auch. Egal. Also gut, wir gehen mal ins Schlafzimmer rein. Was haben wir denn an Magic Stuff? Wir gucken natürlich erst wieder mit Reich der Magie. Das ist hier der Fokus, obwohl ich hier natürlich mit allen Packs baue. Und ich würde schon sagen, die kriegen schon auch dieses altehrwürdige Bett. Das gibt es ja auch in richtig schönen Farben. Oh, da gibt es sogar jetzt ein Lila. Lila Wolken, ihr Manometer. Weiß ich auch noch nicht genau, wie ich das reinstelle hier. Ist irgendwie immer. Wow, wow. Cool. Oh, mit Schwarz ist auch schon. Das ist auch genial. Schön. Ui, das ist für sie, glaube ich, dann. Eieiei. Die sind alle toll, ne? Da kann ich mich wieder nicht entscheiden hier. Unglaublich. Das Helle ist auch total krass. Also, das hier nehmen wir mal. Ich würde mal. Also, entweder das hier. Wobei eher das Blumige hier, oder? Mit dem finde ich gut. Ja, das passt auch zu dir. Du bist ein bisschen lila. Du bist rot, deswegen kriegst du das Rote. Die kriegen alles so ein Himmelbett hier, oder? Voll die Mansion hier. Magic Family Mansion ist es ja hier auch. Ja, das beißt sich jetzt ein little bit mit der Tapete. Sollen wir das trotzdem nehmen? Was denkt ihr? Das ist schwierig, schwierig, schwierig. Oder nehmen wir da so ein neutrales, vielleicht ein schwarzes auch oder so, ist auch cool, weil die ist ja schwarz und rot. Und wenn die rot sind, kann man das schwarz einrichten. Ist alles ein bisschen düster, ist sie aber auch. Ist sie aber auch. Finde ich geil. Machen wir schwarz, oder? Wow. Ja, das Rote hat es auch in sich, ne? Das ist schon wieder so eine Gratwanderung. Da könnte man sich jetzt ewig lang überlegen, wie man das macht. Also eigentlich ist das schon eher ihr Stil. Aber von der Tapete passt es halt dann gar nicht. Und ich finde die Tapete so gut, dass ich die auf jeden Fall nehmen will. Aber das geht eigentlich schon auch, oder? Es beißt sich halt so ein bisschen. Das ist so meine, das Rot. Ja, ja, das ist jetzt die Frage wieder. Oh, da kann ich mich wieder nicht entscheiden. Das ist gemein. Das ist gemein. Das ist wirklich gemein. Sollen wir dann vielleicht die Tapete ändern und das bei dem kleinen Spatzi reinmachen? Das könnte man auch machen. Ist auch ein bisschen blumig, kindlich, oder? Probieren wir das mal. So, was entfernt ihr schon wieder ins Inventar? Ja, meine Deko. Das kann ich ja wieder leiten hier. Mal nochmal rückgängig und baby.moveObjects an. Das ist manchmal die Rettung, ganz genau. Dann gucken wir mal hier, was wir hier machen. Vielleicht nehmen wir da dann auch so eine Black hier dafür. Dann haben wir das da drin. Ist so ein bisschen das düstere Zimmer. Wir haben trotzdem die gleiche. Ja, die anderen kannst du fast nicht nehmen, ne?
Ja, dann machen wir eher so eine rote Einrichtung. Dann nehmen wir aber auch einen schwarzen Boden. Dann haben wir den da drin. Fällt auch diesen Dielenboden dann auch. Aber der ist gar nicht richtig schwarz, der da. Ja, das könnte ein bisschen hier noch ein bisschen älter sein hier. Ja, ein bisschen knorksiger hier. Knorksig. Knorksig, knorksig. Das sind nur die braunen, ne? So grau gibt es da gar nicht. Oder den da aus Wildwestholz. Der passt besser. Guck mal, der ist so ein bisschen grau und trotzdem so ein bisschen angefressen. Das ist sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Das, mich stört eigentlich ein bisschen, dass da das helle Holz ist. Finde ich schade. Gerade bei dem schwarzen, schweren Rot. Ja, the Blossom Family Bed. Dass man da dann so ein helles Holz dann nimmt. Hätte ich jetzt bei dem anderen vielleicht dann gemacht. Ja, wir lassen uns nochmal alle anzeigen. Dann gucken wir mal rein. Ja, da muss man schon das nehmen, ne? Nachttischschränkchen gibt es auch mit Schwarz und Kringels. Schwarz und Kringels. Was haben wir da noch? Die hellen. Das würde sich natürlich auch anbieten, wenn man hier das hier dazu nimmt. Das helle Holz dann wieder, ne? Entsprechend. Würde es sich schon anbieten. Wo ist es denn? Gibt's gar nicht wieder, oder was? Ernsthaft jetzt? Meine Güte hier. Manometer. Manometer. Ja, dann nehmen wir den trotzdem mit dem Kringel. Aber der ist nicht ganz schwarz. Der ist eher so der, der ist schwarz. Das müssen wir ein bisschen düster machen, das Zimmer. Mit Licht und so ein bisschen. Auch so ein bisschen. Wow. So, bei der Heizung gucken wir auch. Können wir die auch mal anstreichen? Oder wie machen wir das? Nehmen wir das in Silber. Das ist gut, oder? Silber. Silber. Silber, Silber. Packt man das eigentlich so rum oder andersrum? Ich pack's jetzt mal. Ich glaube, ich lasse es mal so rum. Ja, ist glaub ich egal, ne? Wo dreht man am Rad? Ich drehe am Rad. Okay. Wir müssen uns ein bisschen hier zusammenreißen, Daniel. Ja. Jetzt brauchen wir die Vorhänge. Da nehmen wir wieder die. Die machen wir wieder ein bisschen kleiner. Waren doch die, oder? Ja, yeah, sehr gut. Da können wir auch wieder zwei vielleicht nehmen, auch wenn das jetzt hier versetzt ist. So ein bisschen komisch, aber so ein altes Haus, das darf das ganz gern haben. Ich würde hier mal sogar die ganz schwarzen nehmen. Was haben wir da? Da gibt es noch die. Nehmen wir auch hier die schwarze Tür dann. Schwarz-graue Tür. Dann haben wir das so ein bisschen hier, das Creepy Magic, die dunkle Magiezimmer nenne ich es mal. Das dunkle Magiezimmer. Und ich mag das, wenn das so ein bisschen... Wenn das so ein bisschen, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, so ein bisschen, ja, das ist blöd hier mit dem Stuhl. Eigentlich müsste der so rumstehen, aber dann wird's die Heizung, ne? Kannst ja in der Heizung sitzen. Den Arsch wärmen. Es wäre schön, wenn da noch so eine Sitzecke wäre, so eine Leseecke oder sowas, ne? Das wäre ganz toll eigentlich noch. Kann man trotzdem so machen, oder? Ist hier ein bisschen eng. Kann man da noch ein bisschen rücken hier? Wir wollen noch ein bisschen rücken. Lassen wir das Bett überhaupt auf der Seite. Man könnte es ja auch auf die andere Seite stellen. Da wäre es vielleicht sogar so ein bisschen mehr aufgeräumt. Oder? Wenn das hier so ist. Ja gut, dann hat man da kaum noch Platz für was anderes. Hier dann eher einen Schreibtisch, ne? Dann hat man hier so den Weg da durch. Ist, glaube ich, besser, ne? Hat er nicht. Ja, dann steht man halt gleich wieder direkt, wenn man reinkommt, vor dem Bett. Das ist eigentlich das, was ich immer vermeiden will. Aber ich denke, hier geht's. Da sieht man das Bett ja auch. Ja, dann machen wir das so. Dann können wir nämlich hier in die Nische schönen Schrank oder einen Schreibtisch reinstellen. Das bietet sich viel besser an als hier hinten. Man muss ja da auch nicht unbedingt... Ja. Da machen wir einen Schrank rein und einen Schreibtisch vielleicht sogar, oder? Ja. Ich finde das cool, das wollte ich eigentlich sagen, wenn man das wirklich mal auch so einfarbig einrichtet, sage ich jetzt mal dazu. Weil das dann noch mehr so... Ah, oh, ja, in das Fall, wo gibt's was? Dann so ein paar Licht-Highlights und dann zieht das so ein bisschen dann besonders halt aus, wenn man das mit dem Licht dann macht oder so ein paar Objekten, die dann halt strahlen, die stechen dann noch mehr hervor als Eyecatcher, wenn man das sowas dann nimmt irgendwie, ne? Da kann man ruhig auch mal das Goldene nehmen oder so. Ja, wenn man da oben ja auch so ein bisschen Gold und so. Rot gibt es leider nicht wohl, ne? Man kann das einfärben. Kann man auch noch. Wir färben das ein. Ja, wir färben das ein. Das ist auch eine schöne Nachttischlampe auch. Gut, und hier das Nachtmonsterbild. Ja, das sieht auch ganz gut aus. Und hier ist ein bisschen mehr zu viel im Blau wieder drin. Aber sowas ist natürlich auch toll. Wenn wir das unten haben, dann zieht sich das so ein bisschen wie so ein roter Faden dadurch. Wo ist hier der passende Spiegel? Ein komplett schwarzes Zimmer. Voll die Depri-Tante hier, oder? Das muss mehr. Ja, gut, wenn wir hier. Dann machen wir hier.
Spiegel. Also ich finde das hier so in dieser schrägen, da bieten sich diese Spiegel immer ganz gut an. Finde ich immer ganz toll. Die könnte man hier noch ein bisschen grün hinstellen oder noch so ein Schränkchen oder so. Die Magic-Tante. Es soll halt schon auch noch ein bisschen Teenager-mäßig aussehen. Ich würde, glaube ich, das hier nicht machen. Wenn wir hier den Schreibtisch, ist so blöd. Der muss auch schon Luft, der Schreibtisch. Ja, man würde es, glaube ich, hier zu sehr zustellen auch. Ich würde es mal probieren, wirklich auch mit diesen Kommoden, wenn man die dann nimmt. Nehmen wir mal die dazu. Das müsste man eigentlich echt fast... Das, wenn ich jetzt wirklich so schwarz, jetzt hier komplett schwarz einrichte, müsste man es eigentlich so machen auch, oder? Wow, komplett schwarzes Zimmer. Daniel, was machst du hier? Daniel, was machst du hier? Wir probieren es mal aus. Wir probieren es mal aus. Oder wir setzen die da rein. Da würde die noch gut aussehen sogar. Ja, beides geht schlecht. Weil dann ist hier so eine arge Kante hier. Nee, ich möchte es eigentlich hier drin hinten nach hinten versetzt haben. Aber dieser Platz hier, ich wüsste nicht, was hier sonst hinstellen. Dann. Was machen wir dann? Blöd. Da ist ja noch so ein Klo, ne? Das kann man hier auch noch weiter rüber tricksen. Nope. Dann machen wir das aber. Weil da kommt ja auch noch der Stuhl raus. Der Schreibtischstuhl. Dann machen wir das so. Mal kommen, kommt das auch dahin? Weil dann ist hier nochmal ein bisschen was. Ne? Nicht im Weg, aber dass es dann hier so schräg rüber geht. Und dann könnte man hier nochmal so ein bisschen das hier weiter weg. Gut, der Sessel muss schon in Richtung, ne, Fenster gehen eigentlich. Und da dann irgendwie noch so ein paar Bücher. Jetzt wird's knapp. Oder wir machen hier nur die Bücher rein. Das würde sogar besser passen zum Schreibtisch. Hier nochmal so ein Bücherregal ist. Dann hätte man da hinten seine Nische mit dem Sessel. Dann steht er nicht so mitten im Raum. Gut, das Bücherregal steht halt dann mitten im Raum, ne? Das wäre auch besser aufgehoben am Rand. Könnt ihr mir folgen hier, meine Gedankengänge? Aber dann haben wir da wieder diese Nische nicht. Also diese, ne, das ist ein bisschen hier eine arge Kante darüber. Aber es geht noch. Es geht noch. Ist noch okay. Machen wir mal so. So gefällt es mir jetzt mal am besten. Soweit. Da nehmen wir auch einen Kerzenhalter rein. Oder wie, oder was? Da gibt es auch gruselige Dinger, ne? Wir nehmen mal, glaube ich, den Orb-Dinger. Der ist cooler. Oh, hier gibt es auch ein Silber und Schwarz. Als Stehlampe hier irgendwie noch rein, oder? Da kommt ja dieses Magic-Bubble-Ding da raus. Können wir hier auch nochmal eins hinstellen? Erstmal so. Ja, ich glaube, viel mehr brauchen wir da drin jetzt auch nicht. Ausreichender Magie, unbedingt. Wie können wir hier noch das Gemälde oder so machen? Die klebt die Tiere an die Wand. Klebt die Tiere, die studiert Krabbeltiere. Und was machst du? Ich studiere Krabbeltiere. Alraunen und Schmetterlinge und Frösche und irgendwelche komischen Libellen oder was ist das? Feen? Haben wir keinen? Achso, doch einen großen Spiegel haben wir schon. Ja, allzu gut. Sessel haben wir. Ja, so ein Tisch wäre ja gut auch noch, ne? Aber die sind ein bisschen blöd. Hätten wir den gleichen wie den Nachttisch. Immer ein bisschen komisch irgendwie. Vor die Heizung stellt man eigentlich auch nichts ran, ne? Aber wird hier schon ganz gut reinpassen. Ja, die Fenster können wir leider nicht verschieben. Ich würde es trotzdem so machen mal. Stellen es ein bisschen weg von der Ding. Da kommt die Lampe doch weg. Wir können auch mit anderen Objekten auch schöne Lichteffekte machen. Jetzt, Beleuchtung. Da müssen wir jetzt den, glaube ich, eher sogar auf den vorderen da stellen. Diesen Floating-Kristall, diesen schwebenden Kristall-Dinger. Ja, jetzt brauchen wir noch einen Stuhl. Da würde ich aber, glaube ich, normal nehmen. Oder hat die da so einen knarksigen Holzstuhl oder hat die so einen modernen da? Ich würde sagen, die hat einen modernen. Ich will alles in schwarz, Mama. Ja, aber die Bücher gibt es nicht in schwarz. Ja, okay, die nicht. Okay, ich probiere das jetzt mal gleich mit dem Licht, damit ihr das auch seht. Mal erstmal Nacht. Nacht, die Nacht ist lang. Und voller Schrecken, oder wie war das? Machen wir das mal so und jetzt färben wir das mal ein und es muss jetzt so ein rötliches, wir probieren es einfach mal aus.
dieses Zimmer rötlich. Ja, nicht so viel natürlich. Das ist viel zu viel. Das ist so rötlich düster machen. So, ne? Das ist ja mal eine Höhle, du. Das ist ja mal eine Depri-Höhle hier. Aber das finde ich cool. Das hat auf jeden Fall was von schwarzer Magie. Allein, weil es so dunkel ist. Aber das finde ich cool. Das finde ich toll. Wenn der dann noch... Wenn dann der dann noch ein bisschen knalliger ist... Ja, dann kommt das nochmal besser rüber. Ja, das finde ich so... Wollte ich... Habe ich mir das vorgestellt, ne? Irgendwie, dass das so ein bisschen... Das Dunkle ist. Die Rot und Schwarz. Gut, mit dem Rot ist es jetzt ein bisschen so ein... Ja... Nicht so ein grelles Rot, sondern halt, ne? Ein düsteres Rot eben. Und wir richten das aber ihr, also sie lebt ja nicht in der Vergangenheit, sie hat auch einen Laptop und irgendwie was, ne? Das machen wir dann schon, würde ich sagen. Den würde ich dann auch... Was haben wir da? Grün, dann nehmen wir den. Oder auch in Schwarz oder dann in Weiß, dann würde sie sich nicht holen, einen schwarzen Laptop. Ja, was kann man denn noch ein bisschen als Kontrast reinbringen? Man muss da noch so ein bisschen hier vielleicht so eine Stereo... Musikanlage. Die kann man auch hinten aufs Nachttischschränkchen. Da sitzt sie da und hört dann ihre Musik und liest irgendwas oder so. Ja. Begleiter wäre nicht schlecht, wenn sie noch so einen Begleiter zu Hause hätte. Vielleicht auch ein bisschen künstlerisch angehaucht. Finde ich auch toll. Ist auch cool mit dem Tablet. Zeichentablet. Finde ich gut. Bisschen Hobbys braucht die ja auch, ja. Fotografie. Das erinnert mich so ein bisschen an Life is Strange. Ist auch so. Doodles und Fotos und... Cool. Cool, doch, das gefällt mir jetzt. Das finde ich toll. Noch so eine schöne Uhr an der Wand wäre toll. Guck mal, so eine. Die ist doch nice. Sollen wir da auch direkt die schwarz-goldene nehmen, oder wie? Die ist schon auch krass. Gucken noch mal weiter, was hat's denn da noch? Die Weiße ist hier natürlich schöner, ne? Dann sticht ein bisschen... Wir brauchen ein bisschen was zum Vorstechen auch. Indem das so stachlig ist, ist es auch so ein bisschen bissig. Finde ich gut. Tick-Tack, der Zauber wirkt. finde ich gut. Gefällt mir richtig gut. Habe ich so auch noch nie eingerichtet, ne? Das ist immer so die Geschichte. Jetzt gehen wir aber ein bisschen in Richtung... Es gibt nicht mal eine Kategorie Teenager, ne? Das sagt ja schon alles irgendwie, dass da irgendwie ein bisschen was fehlt. Ich hoffe, mit Andi Uni kommt da einiges. Neben Fußball und so, was er so eher, ne? Das ist auch gut. Guck mal hier, schwarz und lila. Ja, aber das ist fast schon wieder zu knallig da, ne? So ein bisschen was... Bisschen was Jugendliches hier reinbringen noch. Ich finde das fast schon wieder gruselig, wenn da so süße Tierfotos hängen. In einem sonst gruseligen Raum. Aber wir haben ja auch einen Hund, ne? Eine Katze haben wir auch. Eine schwarz-lila Katze. Ich finde das fast wieder schon gruselig, wenn da so liebliche Bilder und sowas Dunklem hängen. Oh, das ist auch toll. Das nehmen wir unbedingt. Das muss irgendwo unterkommen hier. Und wenn es hier irgendwo extra nochmal alles abgerissen wird. Aber das ist geil. Aber das ist cool hier. Das passt eigentlich hier nirgends rein. Wir müssen das eins kleiner machen. Das ist auch so dieser Black Shadow. Machen wir das hier drüber, oder? Hier ist so an die Wand. Schön mittig. Cool. Ne? Wow, finde ich gut. So Silhouette, Schatten. Geil. Machen wir kurz Live-Modus an, damit wir den Glühorb sehen. So, da ist er schon hier. Da ist er doch, der kleine. Der kleine Blubberfratzi. Oh, das Kind hier schon wieder. Zu dir wird es auch passen, schwarz-rot. So als kleiner Teufel. Wir haben ja voll die düsteren Sims erstellt. Ja, jetzt würde ich hier noch ganz sowas irgendwie reinbringen. Das ist nämlich auch nochmal was Geiles dann in Rot. Das Ding ist wieder riesig groß. Ich habe schon wieder keinen Platz mehr für nichts, ich weiß. Aber irgendwo muss das Ding noch rein. Ich glaube, hier bleibt es nur übrig. Eins kleiner, können die noch mit mir reden lassen, aber ich hätte es gern zu groß. Gut, so ein bisschen vor das Bild kann man stellen. Vor den Spiegel natürlich nicht. Unser Glühorb, der muss jetzt wieder weichen. Ach, schade. Ich hab echt keinen Space mehr hier. Na, dann niente zero. Nix Platz gibt's. Nix gibt's Platz hier. Nix Platz gibt's. Ja, das ist doof hier mit dem Spiegel und dem Baum. Ah, da kommt der Glühorb aber in dem anderen Zimmer richtig schön zur Geltung.
Können wir den noch ein bisschen weiter reindrücken, ohne dass der rausguckt? Da guckt er raus dann. Müssen wir den noch so ein bisschen reinquetschen. In die Ecke, weil ich jetzt so gern diesen Baum da gehabt. Finde ich cool. Finde ich cool, sollen wir die Türen eigentlich dann auch schwarz machen oder nicht? Nee. Schon düster, ich gebe es zu. Das ist schon so. Wir machen noch jetzt ein bisschen hier fürs Nachtischlämpchen vielleicht irgendwas rein. Ein bisschen was Süßes. So eine kleine Lampe da oder so, ne? Das ist so ein bisschen auch so eine. Das ist auch so eine Teenager-Lampe, das sage ich jetzt eher mal, ne? Oh, hier gibt es auch noch was hier. Der pinke Leuchtfeuer. Wieso gibt es denn da nicht schon rot? Ich hätte so gern hier noch so was Rotes. Das ist nicht in Rot? Das wär noch cool gewesen. So eine Lavalampe ist natürlich auch immer toll. Die ist natürlich auch toll. Die benutze ich in letzter Zeit öfter, wa? Dieses Licht rot. Cool, das muss rein. Unbedingt. Und jetzt ist auch so ein bisschen heller wieder, ne? Also entsprechend heller. So Kerzen finde ich auch noch schön. Dann können wir es damit auch noch ein bisschen... Oh, die sind schon sehr grell. Dann hat man fast schon wieder zu viel Licht, ne? Wenn man die nimmt. Gut, aber Kerzenfeuer ist nicht farbig. Das ist die Frage. Das ist die Frage. Aber Kerzen haben schon was. Dann machen wir das einfach schwarz. Dunkler. Also, ne? Und ein bisschen orangig. Oder nicht so arg, aber so irgendwie. Hat man da Kerzenschein und Flimmern und so ein bisschen, aber nicht extrem. Es ist toll, was es da alles gibt, ne? Solche Lampen da sind auch total cool. Hat auch ein bisschen was Creepy-mäßiges. Da gibt es auch sowas noch. So ein bisschen kleiner Schrein sieht das dann immer aus, finde ich, wenn man so Kerzen auf so ein Ding stellt. dann machen wir auf den Nachttisch vielleicht noch solche Lampen, also auf den anderen natürlich. Ist ja nochmal so eine... Achso, da haben wir ja schon das hier. Aber die sieht schon auch besser aus, ne? Aber das andere ist halt mehr Teenie... Ich möchte ein bisschen Teenie-Style reinbringen, ne? Ich sehe eher die Lavalampe. Die andere hätte mir jetzt auch besser gefallen. Wir brauchen hier noch so ein bisschen was für... da hatte ich es doch gerade schon. Komm. Dieses... War das bei Lampen? Da. Ist das bei Lampen? Das ist ja mal dämlich gemacht. Ist das bei Lampen? Das muss da noch rein. Das ist auch sowas. Finde ich gut. So ein bisschen Düftchen, ein bisschen Beauty, ne? Beauty. Da können wir auch nochmal reingucken, dass wir da noch so ein paar Deko-Sachen reinsetzen in dieses Zimmer. So ein Buch. Bisschen hier so ein bisschen was. Schwarz. So ein Föhn, das hat's im Bad. Zeitschriften, das wäre noch toll. Ja, die sieht auch so cool aus hier. Die passt gut. Ja, so ein bisschen Saustall hier auch. Bisschen nur. Die Bücher passen da fast nicht. Die passen da hin. So. Ja, ein bisschen. Was sagt ihr? Ich finde, also das Thema ist ja wirklich Magic. Und Teenager, ne? Wir haben die ja erstellt und so auch. Die ist düster auch, also so ein bisschen melancholisch, traurig, Depri, vielleicht auch ein Stück weit. Deswegen finde ich das ganz passend. Und es ist auch immer was Besonderes, wenn man das halt so ein bisschen, ja, übertreibt natürlich auch, aber das ist so ein bisschen einzigartig ist, das, was wir sonst jetzt halt noch nie hatten. Ich würde jetzt auch hier nochmal so einen schmalen Stuhl reinstellen, so einen kleinen. Da könnte man da nochmal ein bisschen in die Deko rein, da vielleicht so ein paar Klamotten drauflegen. Da gibt es doch diese... Ach, wo sind sie wieder? Diese Bodenklamotten, sind die da nicht drin? Da. Vielleicht kann man die noch nehmen, ein bisschen kleiner machen und hochleveln, dass sie auf dem Stuhl... Ausprobieren. Bisschen kleiner noch, ne? Ja, es ist so ein bisschen... Sieht aus wie... was anderes, aber... so ist gut, oder? So ein paar Klamotten da noch verkniedert. Auf dem... Das sind ja voll die kleinen Socken.
Das ist jetzt blöd. Ich hätte es gern drauf gehabt, aber man muss es mindestens so haben, sonst ist es zu. Ja, dann ich hätte es gerne auf den Stuhl. Das hatte ich jetzt so noch nie, dann mal bis unter den Stuhl. Damit es größer sein kann, ja. Ja, jetzt nicht mal auf dem Stuhl komisch hingelegt. Jetzt unter den Stuhl komisch hingelegt. Das will schon mal da sein, ja. Was hat sie denn noch im Zimmer? Was hat sie denn noch? Brauchen noch ein bisschen was Feines. Was hier brauchen wir auch noch? Ich ziehe das voll durch halt mit Schwarz. Volle Kanone ziehe ich da durch. Ja, volle Kanone. Ja, so ein bisschen zum Tagebuch oder Notizbuch ist auch geil. Das versteckt sie unterm Bett. Versteckt sie unterm Bett. Vielleicht schreibt sie auch Geschichten wie Chuckett Jones. Kennt ihr den? Sowas würde auch noch gut passen. Finde ich auch toll. Das ist auch so ein bisschen Gerümpel. In Anführungszeichen. Aber dass das so viel auf dem Boden auch steht. Dass es so eine kleine Ecke ist. Also das hat man hingestellt. Bücher liegen drunter, ne? das sind so... Ich versuche immer so ein bisschen die Story. Was ist sie? Was hat sie in dem Zimmer? Was will sie noch? Was hätte sie gern noch gehabt? Und dann durch so ein paar Zufallsfunde natürlich wird das ergänzt dann. Und dann habe ich wieder keinen Platz. Oh ja, Lichterketten. Aber die nicht. Die sind doof. Die kann man nicht einfärben. Die Moschino-Wand hier. Die müssen wir auch mal irgendwie verwenden. Ja, ja. Das Schweinchen dick hier. Eieiei. Das Zauberbuch. Das müssen wir auch nochmal hier irgendwo reinbringen. Damit machen wir dann auch hell und so, ne? Das ist nicht die Frage. Aber hier dieses Zimmer, das wird so jetzt. Weil wir den Sims so erstellt haben. Oh ja, so eine bissige Truhe. Ist ja noch toll. Oh, bitte. Machen wir wenigstens eine kleine hin. Das könnte auch so eine alte Klamottentruhe sein oder so. Das kann man auf jeden Fall nochmal reinbringen hier auch, ne? Ich hätte jetzt vor das Bett gestellt, aber da geht gar nichts mehr. Wir sind am Ende Gelände jetzt hier mit der freien Verfügbarkeit von Stellplätzen. Beim Parken hier. Bissige Truhe. Kriegen wir das hier noch irgendwie reingequetscht, bitte? Ich will das aber. Ah, jetzt ist es im Fuß drin. Dann müssen wir das hier so. Ja. Ah, das sieht noch mehr nach so einem Versteck aus. Da hinten nach Gerümpelversteck. Ja, so parallel zu vor dem Fenster ist es, glaube ich, ganz gut. Es wäre auch witzig, wenn sie hier jetzt natürlich die Vorhänge. Da könnte man endlich mal die Vorhänge nehmen, die zugezogen sind. Das könnte man natürlich auch machen, ne? Das wäre nur der Witz an der Geschichte hier. Die Vampirvorhänge. Dass man die da noch nimmt. Gibt es da nicht auch rot-schwarze? Ja, auf jeden Fall, ne? Ist mir ein bisschen zu knallig. Soll man die nehmen? Bisschen kleiner. Das passt schon. Passt schon hin. Da könnte man das auch parallel machen. Da müsste man das nicht, Ja, das ist schon ein bisschen arg deftig dann, oder? Mach die mal. Ja, ich nehme die mal aus Reich der Magie. Jetzt müssen wir hier noch gucken mit unserem komischen Bartverschnitt, wo uns da das hier verhaut hier immer. Aber das geht halt so weit, wenn die Wand außen ist, dann macht er das so. Fällt fast nicht auf, aber es ist trotzdem nervig, so ist es halt. Ist da die Pflanze da, die Säule nach innen platziert, finde ich jetzt aber gar nicht so schlecht. Es kraubt uns zwar wieder einen Platz und wahrscheinlich kriegen wir da wieder keine Dusche rein, aber das soll ja so das kleine Bad von ihr sein. Das hat sie dann übernommen. Das machen wir nicht schwarz. Das machen wir so. Aber da gibt es auch eine schöne Vampirtoilette, würde ich mal sagen. Erstmal. Ja, mit Spülkasten. Und dann diese Magic Shower hier in Black. Oder? Ja, das ist wieder das Säulenproblem hier, wa? Ich würde mal die Dusche so ganz nach hinten machen. Weil man spielt ja meistens von der Seite und es ist immer gut, wenn die Dusche hinten ist. Das ist mal besser. Auch so ein rundes Bad wie ein Henry Puffer hier. Das geht sogar noch ganz gut bei dieser Größe. Weil man kann dann natürlich hier jetzt in jede Ecke was reinstellen. Oder in fast jede Ecke. In der Hoffnung, dass die Sims da noch durchlatschen können. Wäre natürlich besser, wenn das hier so mehr wäre. Sogar noch so schräg irgendwie. An der Säule. Das wäre noch das Ideal. Der ideale Punkt dafür. Obwohl man natürlich den Spiegel dann nicht direkt hätte. Aber das kriegen wir, glaube ich, nicht hin, wa?
Machen wir das. Die Tür geht so rum auf, da muss man es eigentlich da reinstellen. Hier fehlt noch die Seile. Ja, es ist eng. Es ist sehr eng. Es ist komisch hier mit den Ecken. Wisst ihr was? Wir machen da unseren Krams hier. Wir setzen die Truhe weiter rüber und packen unseren Krams hier rein. Ja, das ist ganz gut. Für so Ecken da, ne? Da braucht man irgendwas. Finde ich sowas ganz toll. Ein paar Blümchen. Und jetzt gucken wir, dass wir da... Was sagt ihr zur Wand? Wie gesagt, ist nicht alles nicht in Stein gemeißelt. Ist seid da komplett frei. Ich gucke gerade, welcher Spiegel zwischen die Säulen passt. Möglichst gut. Der war schon mal gar nicht so schlecht. Dass man das vielleicht jetzt so reinpacken kann. Na, da guckst du da raus. Das ist auch nicht wirklich schön. Guck mal, der hier passt gut rein. Dann nehmen wir doch den. Na, machen wir den so ein bisschen höher auch. Nur umfärben da. So ist gut, ja. Schön integrated into the Säule hier. Ja gut, also ist auch die Frage, haben wir da nicht auch ein schwarzes? Und da ein schwarzes gibt's auch, guck mal. Ah, muss man schon das dann nehmen, ne? Ah ja, es sieht halt besser aus. Sieht halt besser aus. Ich würde aber trotzdem vielleicht auch... Ja, nee, da muss man einen Fliesenboden reinlegen, ne? Das wäre schon günstig. Was haben wir denn? Haben wir schwarze Fliesen irgendwo? Irgendwo haben wir schwarze Fliesen. Vielleicht sogar die normalen. Ja? Ja? Müssen nicht immer die uralten sein dann, ne? Das hat auch was. Das glänzt so ein bisschen. Finde ich immer schön, wenn so ein bisschen was glänzt. Ein bisschen Glamour. Glamour-Style. Dann können wir hier auch, da wir da ein paar Fenster haben, auch ein paar Pflanzen reinsetzen, die nicht gleich vor Sonnenentzug verdampfen. Ja, so eine kleinere rein. So ein bisschen auch was Zackiges, ne? So ein bisschen was Bissiges, sage ich da immer dazu. Finde ich ganz toll. Natürlich auch in Schwarz. Soll es anders sein. Und jetzt hier an die Wand, was machen wir da? Da wäre natürlich auch ein Spiegel ganz gut, aber wir haben noch ein bisschen mehr Platz. Da können wir noch ein bisschen Deko machen. Da können wir noch ein Schränkchen rein oder irgendwas. Ja, ich würde aber sagen, dann machen wir nächstes Mal weiter. Ihr kommentiert mir jetzt erstmal Feedback zu diesem Zimmer. Die Details kommen dann in der nächsten Folge oder in der übernächsten Folge. Mal gucken. Aber so habt ihr jetzt mal einen Überblick, wie ich mir das vorstelle. Voll cool, wenn man da eintaucht, ne? Ist man in einer ganz anderen Welt. Wenn man es so von oben anguckt und denkt man, wow. Und dann machen wir die anderen, haben wir schöne Kontraste in den Zimmern. Schön hell, verspielt, düster. Euer Zimmer noch besser, ganz individuell. Und das finde ich, glaube ich, cool. Dann haben wir eine schöne Abwechslung und mal was Besonderes hier im... Es stört mich ein bisschen, dass das so bräunlich ist. Kann man den nicht noch irgendwie schwärzer machen? Ist das schon noch dunkler oder wie oder was? Das ist schon das Graue hier, das macht das gelbe Licht. Macht das gelbe Licht. Ja, bis zum nächsten Mal hier zum Let's Build. Oder natürlich dann jetzt noch bei einem anderen Video eurer Wahl. Falls ihr noch mögt, dann ganz viel Spaß. Bis dann. Tschüss.